Exclusive. Das Ganze, wir sind im Meta-Bereich des Exclusives. Ich weiß auch muss gar nicht, aber auch, wo das hochgeladen muss wird. Ich jetzt aber auch exclusive in so einer anderen Tonlage, musst du sagen, so im Ultraschallbereich oder so. Also du hast jetzt gerade exclusive gesagt, hast du ja nicht gehört. Egal. Es geht darum, in der Hauptfolge und im Exclusive sprechen wir über Dinos. Ach, und, aber... Und es gibt ja auch die Show-Dinos, so die ganz alten Hasen im Showbiz. Und weil wir uns ja für die so interessieren, habe ich mir gedacht, ich suche mal ein paar raus, die so auf dem Sprung stehen, die schon mehrere Jahrzehnte im Business sind. Im Sinne von wohin? Aber noch nicht auf dem Sprung, so zur Ikone, zur Show-Ikone, zum Show-Dino. Und deswegen habe ich jetzt mal mit einer Rubrik, die nennt sich, was ich, on the spot, wer ist falsch, wer ist einer zu viel, ich weiß nicht, vier Namen rausgesucht. Okay. Und du sagst mir mal, wer passt nicht in die Reihe? Ei. Also den Spot, weißt du, das mit dem X markiert, wo man immer vor der Kamera steht. Und zwar habe ich einmal Thomas Brezina, Thomas Hermanns, Jochen Bendel und Bärbel Schäfer. Wer passt nicht in die Reihe? IW. Also, ich muss jetzt ein bisschen drüber labern. Thomas Brezina, Kinderfernsehen, 2 Meter Ebenen zurück, in der Hauptfolge wird darüber geredet, ist natürlich eigentlich schon ist ein Dino, ne? Ein reiner Dino im österreichischen Fernsehen. Dann Thomas Hermanns hat hier das Quatsch Comedy Club erfunden und ist einer der Hauptproduzenten, ich glaube, beim Privatfernsehen, also ein Mann mit sehr, sehr vielen Talenten und vor allem sehr viel Geld. Dann haben wir den anderen, den kenne ich nicht. Jochen Bendel. Jochen Bendel kenne ich gar nicht. Hat ruckzuck moderiert auf Tele5, ganz viele Spielshows so gemacht. Aha. Ja, und Bärbel Schäfer ist natürlich, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, war aber das Trash-TV der 90er Jahre, das war Bärbel Schäfer. Macht jetzt Literatursendungen, also die macht jetzt... Ja gut, dann ist es Thomas Hermanns, weil der jetzt nur noch im Hintergrund tätig ist. Nee, es ist Jochen Bendel, weil die anderen sind alle 63 geboren. Ah. Und das war's mit dem Exclusive Meta.